Hi Leute, ich habe heute ein neues Video für euch. Und zwar ist das ein ganz spontanes Video, da ich eben gerade bei DM war. Oha. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war eben gerade kurz bei DM und dann habe ich das hier gesehen. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, das muss ich haben. Und das sind einfach mal Geschenkesets von Bilou, also von Bibis Beauty Palace. Passend zu Weihnachten und ich finde das so, so cool, dass sie sowas rausgebracht hat. Das Ganze sieht aus wie so ein Koffer und da sind keine Duschschäume von ihr drin, sondern Cremeschäume. Und das Geile daran ist, dass das einfach so eine Creme ist, die in so einem Schaum kommt quasi und man sich damit den Körper eincremen kann oder auch die Hände und das finde ich so cool. Ich habe nur darauf gewartet, dass die Bibi dann sowas hier entwickelt, weil zu Duschschäumen muss man ja auch irgendwas Cooles erfinden wie Bodylotions oder was anderes und sie hat sich hier für Cremeschäume entschieden und ich bin so gespannt darauf und das werden wir jetzt zusammen testen. Ich weiß noch gar nicht, was da drin ist. Hier steht nur dreimal Cremeschaum, einmal Handtuch, also ist hier auch noch ein Handtuch mit drin und ich finde die Idee einfach so, so cool. Ich bin mir sicher, dass sich jeder Fan von Bibi hierüber zu Weihnachten freuen würde. Und das Coole daran ist auch, das kommt direkt in so einer Geschenkeverpackung und hier kann man dann auch hinschreiben, für wen das Ganze ist und das Ganze so unter den Weihnachtsbaum legen. Also das ist so eine coole Idee. Und ich habe da nicht nur an mich gedacht, sondern auch an euch. Und ich habe ganze 3 Sets gekauft. Eins werde ich auf Instagram verlosen. Also falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das sehr gerne. Und eins werde ich hier auf YouTube verlosen. Und falls ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dieses Geschenkeset hier hat 9,95 Euro gekostet. Klingt erstmal teuer, aber hier sind 3 Cremeschäume drin und ein Handtuch. Und wenn sie auch gut sind, dann denke ich mir mal, dass sich das Geld auf jeden Fall gelohnt hat. Deswegen würde ich sagen, packen wir das zusammen aus und testen direkt mal. So, das Ganze kann man dann hier so öffnen. Und oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal an, wie cool das aussieht. Oh mein Gott, wie süß. Das sind einfach so kleine Bilous in so einer Mini-Größe. Das sieht so cool aus. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze riecht, ob das genauso riecht wie die anderen Sorten, weil hier haben wir einmal Tasty Donut, Frosty Lemon und Fizzy Berry und natürlich das Handtuch und das Handtuch werde ich euch zuallererst zeigen und da bin ich auch schon so gespannt, wie das aussieht. Hey, ist das einfach nur rosa? Steht da was drauf? Bin ich blind? Ah, okay, da steht so ganz leicht Bilou drauf. Ich hoffe, das kann man in der Kamera sehen, aber ich sehe es auch voll schlecht. Also auf jeden Fall ist das so ein ganz normales rosanes Handtuch, wo dann einfach Bilou draufsteht. Aber ich hätte mir da jetzt ein bisschen mehr gewünscht, weil das sieht man echt so schlecht. Also ich komme mal ein bisschen näher dran. Ja, es ist halt wirklich sehr schlecht zu lesen, aber ich finde es auf jeden Fall eine süße Idee. Und Handtücher braucht man sowieso immer und das ist perfekt fürs Gesicht. Also ja, echt ein süßes Handtuch, aber ich hätte mir gewünscht, dass die Schrift vielleicht ein bisschen besser zu lesen wäre. Aber wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Die Idee ist auf jeden Fall sehr, sehr süß und ich freue mich schon total drauf. Anscheinend sind Fizzy Berry und Tasty Donut sehr gut verkaufte Sorten, die viele von euch mögen und deswegen wurden die dann quasi auch als Cremeschaum produziert. Ich bin auch gespannt, ob die gleich riechen werden, aber ich denke mal schon, weil sonst würde ja da was anderes draufstehen. Aber ich fange einfach mal an mit Tasty Donut und gebe mir davon so ein bisschen was auf die Hand. Hinten steht eigentlich genau dasselbe wie auch auf den Duschschäumen, dass es halt vegan ist und hinten steht halt nur noch drauf, dass es eine Schaumlotion ist. Und sehr feuchtigkeitsspendend und ja, dass man es halt nicht essen darf und so, wie halt auch auf den anderen Bilou-Schäumen. Und ich denke, das muss man auch vor dem Gebrauch gut schütteln und ich werde mir jetzt ein bisschen was davon auf meine Hand geben. Ich werde jetzt nicht zu viel nehmen, ich glaube, das hier wird schon reichen. Jetzt verteile ich das einfach mal. Also es fühlt sich wirklich genauso fluffig und weich an wie die Bilou-Schäume. Und ich werde das Ganze jetzt einfach mal so ein bisschen verreiben. Oh mein Gott, Leute, es riecht einfach genauso gut wie Tasty Donut, also ist der gleiche Geruch. Und oh, Hammer, wirklich, das ist so Hammer. Ich freue mich gerade so doll. Bei sowas feiere ich noch mehr als Duschschaum. Bei sowas kann man sich auch in die Handtasche packen, einfach mitnehmen oder im Büro hinstellen und sich einfach die Hände eincremen. Und es ist wirklich extrem feuchtigkeitsspendend. Die Hände fühlen sich so sanft an und es riecht einfach so gut. Ich werde jetzt einfach mal Fizzy Berry ausprobieren und auch einfach mal schauen, ob das dann auch tatsächlich derselbe Geruch ist. Und auch das schüttle ich jetzt einfach mal ganz kurz. Und gib mir davon auch nur so ein bisschen auf die Hand.
Ich will jetzt auch nicht übertreiben, weil das vermehrt sich dann total und geht total auf. Ja, das ist auch derselbe Geruch. Also an Fizzy Berry hat sich auch nichts verändert. Und damit creme ich mir jetzt auch nochmal die Hände ein. Also meine Hände werden heute sicherlich überpflegt sein. Endlich solche coolen Sachen auf dem Markt. Gibt sogar bei DM. Es gibt doch keine einzige Bodylotion oder Handcreme, die in so einer coolen Verpackung ist, die sich sprühen lässt, die ein Schaum ist und die so cool ist einfach. Also da hat sie echt was richtig Tolles erfunden. Und ja, jetzt kommen wir zu guter Letzt zu Frosty Lemon. Und das werde ich jetzt auch mal gut durchschütteln. Und bin sehr, sehr gespannt auf den Geruch. Hä? Ui. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, wer dieses Set auch hat. Und irgendwie bin ich gerade total enttäuscht, weil der Geruch echt meiner Meinung nach Glasreiniger oder so riecht. Also jetzt nicht so stark, aber es ist jetzt kein besonderer Duft, wo ich jetzt sagen könnte, wow, das haut mich um. Nee. Also echt komisch. Ich hätte mir da jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Aber meiner Meinung nach riecht das wirklich nach Putzmittel. Also jetzt nicht schlecht oder so. Aber ich hätte mir da auf jeden Fall mehr erwartet, weil... Ja, ich habe mich voll auf den Duft gefreut. Aber es ist halt wirklich nichts Besonderes. Schade. Ja, wie ihr seht, ich habe wirklich viel zu viel genommen, weil ich dachte, ich muss mehr sprühen, damit der Duft irgendwie zum Vorschein kommt. Deswegen werde ich mir jetzt mal ganz kurz meine Hände abtupfen gehen. Fakt ist aber, dass sich meine Hände wirklich anfühlen wie ein Babypopo. Also das macht wirklich die Hände so geschmeidig und weich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es den Körper auch so unglaublich weich macht nach dem Duschen. Kommen wir auch schon zur versprochenen Verlosung. Und zwar verlose ich ein Set hier auf YouTube und eins auf meinem Instagram-Account. Falls du mir da noch nicht folgst, dann folg mir gerne für eine doppelte Gewinnchance. Und was ihr hierfür machen müsst auf YouTube, ihr müsst einfach nur meinen Kanal abonnieren, diesem Video einen Daumen nach oben geben und ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben. Und das war's auch schon. Ich werde euch alle weiteren Infos und den Schluss in die Infobox schreiben. Und da könnt ihr dann alles Weitere nochmal nachlesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Viel Glück an euch alle und bis bald. Ciao!